Guten Tag, ich bin Martin und ich zeige euch heute, wie man bei einer Buderus Logo Max S160 die Offer-Anode wechselt. Bei der Heizanlage handelt es sich um eine Buderus GB132T. Bei dem Warmwasserspeicher handelt es sich um eine Loga Lux S160. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wofür dieses Ding da ist, außer dass der Name Opferanode irgendwas mit Opfern zu tun hat. Und zweitens weiß ich auch nicht, ob das da schon mal getauscht worden ist. Aber ich bin es ehrlich gesagt leid, ständig Geld in den Rachen der Installateure zu stecken. Und deswegen versuche ich es einfach mal selber. Wo ich die Materialien bestellt habe, sage ich euch hinterher. So, vorbereitende Maßnahmen sind: einmal den Wasserhaupthahn abdrehen, das ist dieser hier. Weiterhin den Korpus öffnen. Dann machen wir den mal auf, dann schalten wir die Anlage aus. Dann Warmwasserhahn öffnen, bis kein Wasser mehr austritt. Hahn wieder schließen und dann die Anode wechseln. Dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Jetzt lassen wir erstmal das Warmwasser ab und drehen den mal auf. Dann gucken wir mal, wie lang es läuft. So, offensichtlich ist das Wasserreservoir jetzt leer. Das heißt, da ist kein Wasser mehr drin. Ich glaube, die paar Tröpfchen, die machen den Kohl nicht fett. Ich stelle das jetzt wieder aus. Als nächstes nehme ich jetzt diesen Deckel ab und schaue mal, ob ich die Opferanode, die alte, dann finde. Das sieht so aus, als wenn das die alte Opferanode wäre. So, was braucht man jetzt, um diese Opferanode rauszuschrauben? Ich habe hier eine 32er Nuss. Nehme keine Knarre, sondern diesen Winkel und verlängere das mit ein paar Rohrschlüsseln. Dann kann man das Teil einfach rausdrehen. So, da kommt jetzt ein bisschen Wasser raus. Sollte man also was drunter stellen. Dann schnell tauschen, das ganze Ding, denn es fließt Wasser. So sieht eine alte Opferanode aus. Das war also jetzt eigentlich dann fällig. Und dann nicht zu festziehen, weil nach ganz fest kommt ja bekanntlich ganz locker. Jetzt scheint das Ganze dicht zu sein. Da ist eben ein bisschen Wasser ausgetreten. Ich habe deswegen so einen flachen Eimer runtergestellt, das hat nicht gereicht. Und ich habe dann relativ schnell die alte Anode rausgezogen und die andere rein getan. Und der halbe Liter Wasser oder der Liter Wasser, der rausgelaufen ist, den kann man ja dann mit dem Aufnehmer einfach wegmachen. Fertig! Die Offer-Anode ist getauscht, die kleine Überschwemmung ist beseitigt und ihr wisst jetzt, wie es geht, wenn jemand weiß, wie man das restliche Wasser auch noch ablassen kann, bevor man die Anode rausschraubt, antwortet mir einfach über YouTube. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch ein bisschen helfen konnte. Ich habe selbst nach sowas gesucht und habe nichts gefunden. Also euch dann, für euch wird es einfacher.